Ist dir erledigt, erledigt, Männers und Frauens. Ja, sehr gut, mein Junge. Hier, jag dir ein Stim rein und halt's Maul. Wenn ich dich jetzt mitnehmen würde alleine, dann würden aber beide draufgehen. Ich, weil ich mich um dich kümmere und du, weil du nicht weißt, was hier hauen und gestochen ist. Lern die Maps. Die Arbeit kann dir keiner abnehmen. Das ist halt so. Ich habe damals mit Pascal auch zusammen und er hatte schon, glaube ich, 600 Stunden auf dem Buckel. Aber das war auch kein Zuckerschlecken für ihn. Und irgendwann habe ich halt gesagt, nee, jetzt mache ich das halt allein. Da musst du durch. Diese Arbeit kann dir niemand abnehmen. Und wie gesagt, allein ist es besser, glaub's mir. Das ist... Ja, ihr kann auch... selbst wenn wir jetzt hier drin sind, zu zweit, und einer schießt dich tot, ich kann da auch nichts machen. Dann bist du tot, dann bist du trotzdem tot. Das ist halt dieser Trugschluss. Wenn ich ihn nicht sehe, aber er dich zuerst, dann war's das für dich. Und dann hilft auch kein Partner mehr. Das Einzige wirklich, was eventuell an der Gruppe, also was definitiv an der Gruppe ist, du hast mehr Spaß sozusagen. Kann aber manchmal auch belastend sein, weil manchmal willst du einfach bloß deine Quests machen und es klappt nicht. Oder die Leute schießen dir deine Scavs weg, weil du gerade auch als Quest die Scavs schießen musst. Aber Spaß macht schon in der Gruppe mehr als allein, definitiv. Obwohl, da macht es auch allein Spaß. Aber dass du jetzt sagst, ja, die Gruppe beschützt mich, das kannst du abhaken. Wenn jetzt hier irgendwo einer sitzt und dir einen Headshot verpasst, dann macht die Gruppe auch nichts. Die können dir höchstens dein Zeug mit rausbringen. Das kann die Gruppe machen. Wenn sie es denn rauskriegt. Saliba. Wenn wir es nicht mit rauskriegen, dann haben wir wenigstens doch ein schönes, neues Saliba im Gappa. Ne, Kammer. Gamma. Das Streichhölzer brauche ich. Die sind mir sogar wichtiger als die Munition. Ne, warte. So rum. Ja, ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe recht. Ja, nee, es ist schon gut, wenn dir jemand mal ein bisschen so die Map zeigt. Deswegen wünsche ich mir ja mal den Offline-Modus, also den Offline-Modus als Koop-Variante, dass du halt mit Leuten offline reingehst. Praktisch, dann könnte man dir ganz entspannt die Map zeigen. Hier war schon jemand, wie es aussieht, oder? Alles leer. Kann natürlich auch in der fehlenden Erfahrung liegen. Ja, hier ist wieder was drin. Deswegen, der Offline-Koop, der wäre echt Gold wert. Das wäre so ein Ding, wo ich sage, das bringt was. So, gerade für Anfänger so, dass man mal zusammen draufläuft. Ohne Stress. Aber wäre so jetzt neben der Sache mit dem Audio, wäre das für mich das zweitwichtigste sozusagen. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann das Audio verbessern und diesen Koop-Modus einbauen. Hält einfach nicht um. Ist er jetzt weg oder hat er sich bloß, ist er bloß kleiner geworden? Ach so, okay.
Ja gut, dann, wenn den Nikita was rauskleckern lässt, ist das ja auch kein großes Hexenwerk mehr. Muss man mal sagen. Nee, aber ist okay. Ist doch. Mir ist es scheißegal, Hauptsache der Vibe ist endlich da. Und Lighthouse ist da. Und obwohl ich aktuell noch nicht so viel davon habe, weil die Quests hast du jetzt erstmal alle hier. Das ist doch das Wichtigste, dass wir jetzt hier zocken können. Wer lacht denn da? Habt ihr das auch gehört? Da hat doch einer gelacht. Zocken können. Das Gev meckert und einer hat gelacht. Oh, ich habe Voice over IP aus. Heißt das hier so ein Spiel oder nee? Mann, Alter! Wenn ich so schlecht beim Spieler schieße, dann wird das nichts mit dem Pistolenkill. Keine Magazine mehr mit? Alter, ich habe die falschen Magazine eingepackt. Ehrlich jetzt? Ach du Kacke. Ich Trottel. Na, ganz wunderbar. Muss ich mir den seinen SKS noch holen? Shit. Alter, da habe ich nicht dran gedacht, da habe ich nicht aufgepasst. Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Uiuiuiui, das hätte ins Auge gehen können. Ich dachte mir, wieso wechselt er das Magazin nicht? Ich habe doch zwei. Leider die falschen. Sagt die Zeit, okay. Hier abgeledigt, erledigt Männers und Frauens. Ich dachte, das Saliva macht auch starke Blutung auf. Vielleicht reicht die Aufladung nicht mehr dafür. Ey, mit. Ja! Geil! Mit einem Magazin! Ja, sehr gut, mein Junge. Hier jagt ihr uns Tim rein. Und halt's Maul! Hält's Maul nicht. Sein Magen ist wahrscheinlich im Anus.
Geht's nach der Werbung nicht weiter? Also, wenn das habe ich mich schon immer gefragt. Wie ist das eigentlich? Unterbricht die Werbung komplett den Stream? Oder ist, naja, müsste ja stimmen. Wenn ihr die Werbung dann habt, dann kann es ja für euch nicht zeitversetzt sein. Das ist ja blöd. Ja, das ist richtig kacke, sowas. Ja, aber ich kann es dir erzählen. Es kam zu einer Schießerei, einer wilden Schießerei. Und der Matze hat ihn umgelegt, weggebügelt mit einer Pistole, mit seinem einen beschissenen Magazin. Und hat die Quest fertig gemacht. Ja, das ist halt... Aber denkt dran, ihr unterstützt mich mit der Werbung... Mit 0,01 Cent oder irgend so eine Scheiße, keine Ahnung. Also es ist nicht. Ihr unterstützt den Streamer damit. Ich wette mit euch, da hat sich der Meister hat sich schon in Sicherheit gewogen. Schon den Sieg gerochen. Bin ich auf den Pistolengeschmack gekommen, Männers und Frauens. Der wird sich in den Arsch beißen. Das sage ich euch. Uiuiui, der wird sich in den Arsch beißen. Aber richtig. Zipper, danke für deinen Sub. Freue ich mich. Ui, 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 ui. Ich habe schon gesagt, dass er sich in den Arsch beißt. Alter, ich bin auch so noch so schon überlastet. Wir müssen langsam zum Outskirt. Sonst kommt dieser Ballerheinz hier uns in die Quere. Ballermann. Und schon geht's los. Ich hab's gewusst. Wer ist das? Was will er von mir? Kann mich am Arsch lecken. Outskirts, wieso gehst du noch nicht los hier? Jo, mach ich. So, geile Sache, Leute, geile Sache. Aber ich glaube, jetzt war es das mit dem... Das war mein letzter Raid für heute. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Noch schnell die Quest abholen. Noch schnell ein Foto machen für Benji. Bisschen Salz in die Wunde. Und für Klaus natürlich.